Hallo und herzlich willkommen zu Mickey's und Melody's Film Universum. Heute mit einem neuen Update, ne? Denn wir updaten das Gewinnspiel. Ja, ihr wisst noch, 500 Abonnenten und so. Gewinnspiel, Auflösung heute. Heute ist die Auflösung. Ja, etwas peinlich berührt. Nicht so abseits. Ja. Müssen wir leider jetzt uns eingestehen, dass das Ganze schon wieder 6 Monate her ist. Genau genommen 6 Monate und 13 Tage. 6 Monate und 13 Tage. Ich sag mal so, das 400-Abonnenten-Special hat ja auch verdammt lange gedauert, bis es dann gedreht wurde. Und dann waren es 500. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, ihr kennt es nicht von uns anders, aber es ist auch keine Entschuldigung gleichzeitig. Aber hier, das war eigentlich das größte Problem. Wir waren irgendwie zu voll, Lose herzustellen. Es war weniger das Problem, es zu drehen. Es war eher so dieses, man muss sich hinsetzen und Lose herstellen. Ist eine schlechte Ausrede, ich weiß. Hat 10 Minuten gedauert. Ja, aber du, ja, hier, der gute Mann, dem könnt ihr jetzt übrigens danken, sonst ich hätte es wahrscheinlich immer noch nicht gedreht. Warte, das muss ich noch mit herholen. Ja, weißt du, wie viele es sind? Nö. Hättest du ja erzählen können. Nicht immer so abseits, wieso musst du jetzt trinken? 5 Minuten, du hast immer was gesprochen hier. Ich hab Durst. So, damit hier auch keiner sagen kann, ich bin hier gar nicht dabei. Ja, ist er ja auch nicht. Keiner ist nicht dabei. Gehen wir die Namen nochmal durch. Wir hatten ja eine, wenn ich mich richtig erinnere, Aufgabe. Und zwar solltet ihr uns so ein bisschen den Bauch kraulen, hätte ich mal gesagt, und sagen, warum... Zucker in den Arschblasen haben wir. Zucker gemacht. In den Arschblasen und sagen, warum ihr uns abonniert habt. Das haben die auch alle, haben auch alle wirklich super toll gemacht. Ich weiß, dass die meisten auch mehr geschrieben haben, als wir vorgegeben haben. Wir hatten euch ja auch zur Not noch so eine... Ne? Also ihr hättet ja auch sagen können, wir haben euch abonniert, weil ihr scheiße seid und wir wollen es jedes Mal sehen, wie scheiße ihr seid. Ne? Theoretisch hättet ihr es schreiben können. Ne? Wir haben ja nicht mal gesagt, ihr müsst uns loben, aber irgendwie hat sich jeder wirklich verdammt... Gewonnen. Ja, gut, das ist eine andere Geschichte. Aber es hat sich wirklich jeder verdammt viel Mühe gegeben. Und ich glaube, die wenigsten waren kürzer als 3 Zeilen, oder? Also es war kaum einer dabei, der wirklich sehr kurz war. Ne? Also die haben, also ihr habt echt... Also ich würde am liebsten jedem einen Preis in die Hand drücken. Wäre es aber kein Gewinnspiel. Wäre es aber kein Gewinnspiel. Wobei DVD-Fanet hat das mal gemacht, ne? Da hat auch quasi fast jeder gewonnen. Ja, außer 5, 6 Leuten. Nee, da haben weniger Leute mitgemacht, als sie Gewinne hatten und deswegen hat jeder gewonnen. Nein, sie haben von Grund auf gesagt, dass sie versuchen, jedem auch was zu geschenken. Es waren eher nur so 6, 7, 8 Leute, die nichts bekommen haben. Ja, du hast das schon weggepackt. Ich würde sagen, wir halten nochmal die Gewinne rein. Man muss jetzt aber dazu sagen, es hat auch einen Vorteil, dass wir so lange gebraucht haben, weil in der Zwischenzeit ist noch ein Gewinn dazugekommen. Und damit möchte ich gerne anfangen. Ihr habt es ja vielleicht bei dem... Fängt dann mit dem Hauptpreis an. Das ist ja nicht der Hauptpreis. Wenn der Erste, der gewinnt, sagt, ich will es gar nicht haben, ist es nicht der Hauptpreis. Doch, das ist der Hauptpreis. Nein. Also, wir halten einfach die Preise rein. Deine Aufgabe. Ach, komm jetzt. Streng dich mal ein bisschen an. Hast jetzt getrunken und rückt nicht immer aus dem Bild. So. Du schubst mir mal hier rüber. Nein, tue ich gar nicht. Wir berühren uns gar nicht. Wir mögen uns doch auch gar nicht. Weißt du doch. Jetzt jeden Film was einzeln. Was denn? Man sieht doch. Nein. Wir wissen doch, was jeden Film ist. Einzeln. Ja, vielleicht mal was dazu. Ach, du sollst mal was sagen. Nein, du sagst was dazu. Wir haben ja von Kate Bird ein paar Filme bekommen. Und zwar unter anderem vielleicht Lieber Morgan. Dann Violet und Daisy. Dann Shamed. Das ist Shamed? Ja, ist das Shamed? Ich hab's gerade nicht gesehen. Shamed. Den haben wir mal so bekommen. Und The Signal. Ne? Also da dürft ihr euch einen aussuchen. Als sozusagen Hauptpreis, den... den du ja nicht hast. Den wir doppelt bekommen haben von dem lieben Mike von Mike's Upcut Store. Und zwar Dead Snow Red vs. Dead. Das hatten wir beim, bei unser allerersten Mike's Upcut Store Bestellvorgang. Gerade noch so gerettet. Hat er uns den ja mit dazugelegt und geschenkt. Was er, glaube ich, nicht nur bei uns gemacht hat, sondern auch bei allen anderen Leuten. Und da wir ihn schon haben, haben wir spontan gesagt, verschenken wir ihn weiter. Und zwar an diesem Gewinnspiel. Ich muss aber sagen, es ist der Niederlande-Import mit deutschem Ton. Genau. Also, Wir haben damals ja auch so gesagt, dass sich der Erste, der gezogen wird, quasi einen Gewinn aussuchen kann. Also wenn du das jetzt schon hast, wer auch immer das Erste ist, musst du das jetzt nicht nehmen. Ne?
Musst du jetzt nicht nehmen, aber an sich ist es so, wer als erstes gezogen wird, darf als erstes aussuchen und wer als letztes gezogen wird, nimmt halt das, was übrig bleibt. Das tut uns dann leid, aber ich hoffe, ihr seid uns nicht ganz so böse, ne? Also 5 Gewinner wird es geben. 500 Abonnenten, 5 Gewinner, so wollten wir es eigentlich ursprünglich auch mal machen. Wir fangen mal an. Wer nicht damit bei ist, das müssen wir gleich mal mit da als erstes nehmen, ist der Movie Guide 15. Ich habe hier, wir haben ja zwar ein Los davon, aber du bist nicht dabei. Du hast die Aufgabe einfach nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob du dabei sein wolltest oder nicht. Wenn du dabei sein wolltest, tut es uns leid, aber Aufgabe nicht bestanden. Trotzdem danke für den Kommentar. Gratuliert hast du ja. Aber die Aufgabe war dann doch klar und deutlich und daher reicht dann auch nicht einfach ein, ich bin dabei, ne? Hatten wir auch einen, anderen, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, wir machen auch keine Werbung, weil ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach nur irgendwie Werbung machen möchte für seinen Kanal. Bin dabei, war auch keine richtige Antwort, ne? Also, fangen wir mal an mit den Leuten, die es richtig gemacht haben. Und zwar haben wir hier als allererstes Heiliger Pillendreher. Ich weiß nicht, ob die überhaupt eine Abonnenten von uns sind. Heiliger Pillendreher. Ja, geschrieben, sie haben uns abonniert. Ich hoffe, ihr seid auch noch alle Abonnenten und seht dieses Video. Übrigens, wer jetzt gewinnt, der solle sich doch mal bitte bei uns melden. Falls wir nach 3 Tagen noch keine Antwort bekommen haben, würden wir uns aber auch vielleicht dann bei euch melden. Aber es wäre besser, wenn ihr euch schnellstmöglich bei uns meldet. Dann geht das alles irgendwie schnell. Dann haben wir, Dreamcatcher. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Heiliger Pillendreher jetzt nicht unbedingt. Wenn du bei uns mal kommentiert hast, dann tut's mir jetzt leid. Habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber Dreamcatcher sagt mir was. Viel Glück, ihr beide übrigens. Oh, und jetzt ist er durchs Loch gefallen und wird nicht gewinnen. So, dann geht es weiter mit... Oh, du hast gleich den Namen angepasst, ja? Naja, gut, damals hieß er ja noch anders. Aber jetzt heißt er XXL Diarö. Dir wünsche ich natürlich auch ganz viel Glück. Wir kennen ihn alle unter Lebende Leiche, ne? Oder Zombie. Aber der Name steht da jetzt auch so. Jetzt heißt er XXL Diarö. Wäre ja auch ganz schön, wenn er gewinnen würde. Könnten wir uns wieder so ein bisschen, also könnten wir was wieder gut machen für... Ne? Und was für ein Zufall, er hat gewonnen. Was für ein Zufall, er wird gewinnen, nein. Dann haben wir Movieman 88. 88 ist ja voll noch drin. Übrigens, wir brauchen natürlich dann irgendwie für die 18er Filme einen kleinen Nachweis, dass ihr auch also am besten genug ein Schreiben eurer Eltern. Nein, also es wäre schon nicht verkehrt. Also ist hier definitiv einer mit bei, der noch nicht 18 ist. Dead Snow brauchen wir auf jeden Fall einen Nachweis da reicht auch eine Fotokopie vom Ausweis. Aber man müsste das Geburtsdatum schon noch erkennen. Das wäre schon nicht ganz unwichtig. Dann The Bossy 345676. The Bossy, herzlichen Glückwunsch, hätte ich mal gesagt. Viel Erfolg. Du bist ja noch nicht der Sieger hier. Dann haben wir, weiter geht es im Text, Robin Simlaunch. Ha, der Robin hat auch mitgemacht. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Er hat sein 500 Abos übrigens gerade aufgelöst. Also vor ein, zwei Tagen. Viel Erfolg, so. Lieber Robin. Dann haben wir Sascha Cobretti hat auch einen Zettel bekommen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wie gesagt, ich hab mir, die haben mir jetzt nicht ausgedacht. Die stehen da schon drauf, ne? Es ist nicht 20 Mal irgendein Name, es ist wirklich immer ein anderer. Air Berlins Filmclub. Auch dir viel Erfolg. Können wir ja persönlich abliefern im Urlaub, wenn er den genau. Dann haben wir Olli Ankert. Jo, auch ein YouTube-Kollege. Der Verpackungssammler. Verpackungssammler, naja, ich hoffe, du gewinnst, dann kriegst du das Steelbook. Ne? So, sonst bist du wahrscheinlich eher gelangweilt von unseren Emerys, die es ja auch im Mediabook gibt, eigentlich alle. Dann haben wir den Volksfestchecker. Das ist der erste Kommentar gewesen. Volksfestchecker. Er stand zumindest ganz oben. Wenn du der Erste warst, wünsche ich dir natürlich umso mehr Erfolg. Eigentlich wünsche allen gleich viel Erfolg, das wäre auch unfair. Oh, hier! Alan Ripley! Das könnten wir auf jeden Fall persönlich abgeben, wenn ihr dann gewinnen würdet. Alan Ripley, das sind die Saskia und die Steffi, die wir ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben in unseren Videos, die wir persönlich kennen sogar. Haben aber jetzt genauso viel Erfolg oder genauso viele Chancen wie ihr. Also ich möchte jetzt hier erwähnen, wenn sie gezogen wären, hat das nichts damit zu tun, dass wir sie bevorzugen. Dann haben wir Pit GFX. Ich hoffe, es soll so ausgesprochen werden. Auch dir viel Erfolg. So, auch da rein.
Dann müssen wir mal gucken hier. Weiter geht es. Da haben wir den. Oh, da weiß ich, du darfst nicht jedes Ding nehmen. Was sei denn das? Movie Rules. Wenn du nicht gerade zufällig 18 geworden bist, was ich nicht glaube, darfst du wahrscheinlich nicht alle Filme von uns kriegen. Dann schreiben wir uns. Es sei denn, deine Eltern rufen uns persönlich an und sagen, aber dann. Nur per Skype. Aber das Problem ist, wie erkennt man, ob es deine Eltern sind? Das könnte auch immer sein. Na gut, okay, machen wir weiter. Und da müssen wir jetzt noch was erwähnen. Wir haben hier nämlich den Alucard Leone, der in einem Kommentar erwähnt hat, dass wenn er gewinnt, der Jack Hayes Forever. No one. Forever 01 oder 01 oder was auch immer, den Preis kriegen darf. Wenn das immer noch so ist, lieber Alucard Leone, auch du solltest dich bei uns melden, wenn du gewinnst. Dann müsste nämlich immer noch. Vielleicht will er ja, vielleicht gewinnt er ja den ersten Preis und will dann doch das Death Note Devok haben. Also weiß man vielleicht doch mal Tobi Bescheid sagen. Tobi weiß noch nichts davon, aber gut, okay. Dann haben wir Dirk Otto. Viel Erfolg. Und dann. DVD Easy, auch ein, nicht YouTuber, aber einer, der schon häufig bei uns kommentiert hat. Ein Bekannter. Und da. Bekannter Name für uns. A Hurt Like Candles. Sagt mir auch noch was. Also sagt mir auch noch was. Heißt hart. Ist immer so eine Sache bei Gewinnspielen. Oh, Entschuldigung, hart. Nicht hört. Nicht, es tut nicht weh, es ist das Herz. Es ist ja immer so eine Sache bei Gewinnspielen, da kommen ja auf einmal Leute raus, die man sonst nie hört. Na gut, manche schreiben ja nicht permanent irgendwas. Oh, hier, auch ein, nicht Kollege, Freund kann man es auch nicht sagen, aber ein regelmäßiger Kommentator unserer Videos, Le Schacki. Auch dir ganz, ganz viel Erfolg. Da liegst du jetzt auf dem Boden. Ups, ups. Le Schacki ist gerade auf den Boden gefallen. So. Also den letzten hast du übrigens noch geschickt, nicht wieder reingeschmissen. Hier, nicht, dass es nachher heißt, jetzt hat sie sich gemerkt, dass das Los nicht richtig gefaltet wurde. So, dann. Guyman35. Hier, ne? Auch du, viel Erfolg. Insofern du das noch hier siehst. Und letztes Los. Wer ist denn das? Na, wer wohl? Oh, auch ein YouTube-Kollege und ziemlich guter YouTuber, Slane McGrath. Da müsst ihr auch mal schauen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Der hat einen neuen Kanal, der heißt auch Slane McGrath, aber den alten musste er schließen. Und der hat eine Metalband. Hab ich auch schon gesehen. Ja, so, dann tauscht mal schnell die Schalen aus. Nein, um Gottes Willen, mache ich hier Witze und nachher denken sie wirklich, dass wir das machen. Hier, vielleicht lieber morgen ist die Glücksfee. Wir haben gut geschüttelt. Ich würde sagen, wir wechseln uns ab, ne? 5 Gewinner. Jetzt zieh. Ich fange an und du ziehst aber auch, ne? Du musst auch mal Glücksfee wählen. Der Erste, der sich aus all dem eine Sache aussuchen darf, ist. Oh, ich bin aufgeregt. Jetzt hast du Pipi. Dirk Otto! Ja! Hallöchen, Dirk Otto. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und wir schütteln nochmal nach. Dirk Otto, du darfst aus allem eine aussuchen, ne? Du kannst das Steelbook nehmen, kannst aber auch ein anderes nehmen. Ist jetzt nicht. Natürlich mit Altersnachweis. Mit Altersnachweis, bei dir auf jeden Fall. Da ist noch eine 1 drauf. Ja, wir haben ja das im Video, ne? Also wir sollten uns jetzt. Aber wir gucken unsere Videos doch nicht. So, jetzt schüttel ich, weil du bist ja Nummer 2. Au! Das ging ans Kind. Wir müssen aufpassen, dass wir es hier nicht kaputt machen. Oh, hier, DVD Easy! Jeha! Als Beweis. DVD Easy, Nummer 2. Du darfst dir also. Aus 4 Sachen einen aussuchen. Wir wissen jetzt nicht welche, aber ja, ich glaube, wir sollten die. Falls, also wir schreiben euch ja wie gesagt an. Es wäre besser, wenn ihr schneller schreiben würdet. Also wenn ihr das Video seht, gleich uns anschreiben würdet. Ansonsten denke ich mal, nach 1, 2, 3 Tagen spätestens schreiben wir euch an. Falls ihr euch dann, wenn wir euch angeschrieben habt, aber nicht innerhalb von einer Woche gemeldet habt, Entschuldigung, dass wir jetzt diesen Zeitdruck machen, ne? Aber es ist 6 Monate her, dann wird sich der Zweite wohl freuen, ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir danach. Dann müssen wir gucken, ob wir nachziehen oder ob einer dann einfach 2 Sachen gewinnt. Das wissen wir jetzt nicht, aber es wäre besser, ihr schreibt uns dann auch. Ne? So, ich bin Nummer 3. Nummer 3 hat gewonnen. Pit GFX. Jo. Keine Ahnung, aber herzlichen Glückwunsch. Ich bin gespannt. Da erfahren wir ja mal die richtigen Namen. So. Du willst doch nur das lebende Leiche, um eine Adresse zu kriegen.
Genau. The Bossy ist Nummer 4. The Bossy, ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Nummer 4. Also, eine Sache bleibt übrig und ich hoffe... Hallo. Achso, du musst ja schütteln. Ich hoffe, diese eine Sache, die übrig bleibt, gefällt gleich dir, der du da gezogen bist. Oder euch. Oder euch, falls ihr 2 seid, 3 oder 4 seid. Hm? Hm. Es tut mir leid. Alan Ripley! Ja, Steffi und Saskia haben gewonnen. Ich will mich jetzt nicht mehr freuen als bei anderen, aber wir können es persönlich abgeben. Im Urlaub. Ja, davon habt ihr jetzt nichts. Ja, Alan Ripley, wir schreiben euch vielleicht einfach direkt per WhatsApp. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben ohne Gewähr. Vielleicht rutscht ja dann doch noch einer nach. Wie gesagt, wenn sich irgendjemand jetzt gar nicht meldet, dann rutscht jemand nach. Dann losen wir das nochmal aus hinter der Kamera. Wir haben ja die Lose. Wir haben ja noch die Lose. Und dann werdet ihr einfach mal sowas von uns hören. Aber, jetzt bin ich kurz raus. So. Wir haben, genau. Dirk Otto. DVD Easy. Als Nummer 2. Pit GFX. Du hättest von Anfang an den Namen lesen sollen. The Bossy 345676. Nicht irgendein anderer, der The Bossy heißt. Ne? Also der. Der Bossy. The Real Motherfucker. The Real Motherfucker. Oh. Und Alan Ripley. Wir haben es nicht so gemeint, Bossy. Ja. Dann sind wir durch. Guck nochmal in die Kamera. Ich sortiere gerade die Lose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für alle, die nicht gewonnen haben, tut es uns echt leid. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal vielleicht. Wir machen jetzt einen 550. Ich hätte gerne jedem irgendwas geschenkt, weil ihr habt euch echt verdammt viel Mühe gegeben. Bei jedem einzelnen Kommentar. Aber sie kriegen stundenlange Unterhaltung. Was? Na, die jetzt keinen Film so kriegen. Ja. Wir können ja unsere Videos machen. Kriegt ja unsere Videos. Wir werden ja unsere Videos auf DVD gebrannt haben. Das wird dann so eine Superbox mit 50 DVDs oder was? Also, ich meine, wir haben ja schon über 200 Videos, glaube ich, mittlerweile. Oder fast 200, ich weiß gar nicht. Ja, und das könnte viel werden. Ja, danke fürs Einschalten. An, wie gesagt, allen Verlierern, es tut uns wirklich leid. Das sind keine Verlierer. Aber wir sind froh, euch zu haben. Das nennt man nicht Verlierer, das nennt man nicht Gewinner. Genau, nicht Gewinner. Verlierer. An jeden sechsten Platz, den es jetzt gerade gibt. Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht wieder mehr Glück. Ne? Es gibt ja noch andere YouTuber, die viele Gewinnspiele machen. Und ja, bei uns wird es wahrscheinlich so schnell nichts werden. Ja, ich weiß jetzt mehr. Bin fertig. Ja, wir haben ja nur ein 5-Minuten-Video gemacht. Ja, kurzes, knappes Video. 5 Minuten, länger war es ja nicht. Ja, danke fürs Einschalten, habe ich schon gesagt. Sag du was zum Schluss. Und jetzt nicht mehr einfach und tschüss. Tschüss und. Tschüss und, ja. Bis zum nächsten Mal und ciao.